Hallo im Küchengarten. Okay, jetzt hat es mich auch erwischt. Nachdem ich die ganzen Schreckensmeldungen aus Deutschland und auch aus der Westschweiz gehört habe über Überschwemmungen, Hochwasser, Hagelstürme, war ich wirklich froh, dass es uns bis jetzt noch gar nicht getroffen hat. Ein richtiger Glücksfall. Und gestern war es dann aber soweit, der Hagel kam. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Aufgewachsen in der Großstadt Wien. Also da kann ich mich meine ganze Kindheit nicht dran erinnern, dass es jemals einen wirklichen Hagelsturm gegeben hätte. Und wenn, dort haben die wenigsten Leute gegärtnet. Meine Mutter hatte nur einen kleinen Kräutergarten. Da hat es jetzt nicht so viel ausgemacht, wenn es vorgekommen wäre. Das gestern hat mich schon recht beeindruckt. Blend euch mal ein paar Bilder ein. Es hat um 18 Uhr am Abend gestartet. Es ist ganz dunkel und schwarz geworden. Der Himmel hat sich verfinstert. Dann kam zuerst tröpfchenweise langsam der Regen. Es hat gedonnert und auch geblitzt. Und dann ging es los. Unglaublich. Ich bin nur auf die Terrasse gelaufen. Das war beängstigend. Die ganze Terrasse war überschwemmt. Die Wäsche lag am Boden verstreut, die ich vorher eigentlich noch unter das Dach gestellt hatte, um sie in Sicherheit zu bringen. Ich wusste gar nicht, was tun. Auf das war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Ich habe mir dann kurzerhand einen Schirm geschnappt, um bei den Enten nach dem Rechten zu sehen, ob es denen gut geht. Die hatten sich lustigerweise sowieso schon in ihr Häuschen hinein verzogen und ich hörte nur ein ganz verstörtes Wuck, Wuck aus dem Haus heraus. Dann bin ich noch in den Garten gegangen, habe das Gewächshaus gesichert. Dann hat man schon gemerkt, es wird schwächer. Die Hagelkörner haben etwas nachgelassen, die Masse an Hagelkörnern. Und ich habe mir doch angeschaut, wie es aussieht. Aber dann war ich mittlerweile selber trotz Schirm schon so durchnässt, dass ich mich wieder ins Haus gerettet habe. Ich konnte eh nicht viel tun. Es hat dann Gott sei Dank sehr schnell nachgelassen. Und jetzt bin ich das erste Mal heraus, gleich in der Früh. Und wir schauen uns gemeinsam an, ob ich wirklich glimpflich davon gekommen bin oder ob es doch größere Schäden gegeben hat. Naja, der Baum hat recht Haare lassen müssen. Aber es ist noch immer was oben. Der Salat ist etwas platt gedrückt. Ja, ein paar Blätter hängen weg. Mal schauen, ob sich da noch was tut oder ob ich nachpflanze. Das Abgerissene bekommen jetzt einfach die Enten. Hier schaut es jetzt gar nicht so schlecht aus. Klar haben die Blätter ein paar Löcher, vor allem hier bei den Sonnenblumen. Aber ich denke mal, das macht den Pflanzen nichts aus. Auch hier in meiner Badewanne, da habe ich neu meinen Winterlauch ausgepflanzt. Der ist ja noch ganz klein, der hat das Ganze ganz gut überstanden. Da wird es jetzt schon ein bisschen brenzlig. Das ist hier meine Johannisbeer-Tomatenreihe, meine Wildtomaten. Und die hängen ja doch sehr bemitleidenswert hier herunter. Da muss ich schauen, was noch zu retten ist und wie ich sie am besten anbinden kann. Aber da sieht man doch schon, oh, da ist der ganze Ast abgeknickt. Die hatten sich bis jetzt so gut vor der Kraut- und Braunfäule geschützt.
Obwohl, hier sieht man schon ein paar Spuren. Naja, da muss ich einfach mal dran und schauen, was noch zu retten ist. Hier sieht man jetzt aber doch die Zerstörungskraft dieser Hagelkörner. Das ist so eine Stau-Verstau-Kiste. Klar, das Plastik ist nicht besonders dick, aber dass das gleich solche Löcher haut. Hier an der Hauswand, die Tomaten stehen auch noch ganz gut da. Klar liegt hier einiges an Grün am Boden. Und hier hat es doch auch leider ein paar Tomaten heruntergeschlagen, die es besonders getroffen hat von Hagelkörnern. Aber es hängen auch noch genug dran. Das wäre jetzt so schade gewesen, weil gerade hier bin ich so stolz und freue mich so toll auf diese Indigo Cherry Drops. Die schauen so toll aus und es hängen so viele dran. Bin ich so gespannt, wie die schmecken. Es wäre jetzt super schade gewesen, wenn die total kaputt gewesen wären. Schauen wir mal in den Küchengarten hinein. Die Tomaten hier an der Reihe, die haben das anscheinend sehr gut weggesteckt. Da ist doch das Glück, dass hier oben drüber ein großer Baum ist, der diesen Bereich schützt. Sogar der Basilikum schaut noch gut aus. Auch die Tomaten hängen hier sogar noch dran. Na, da bin ich ganz glücklich. Wie sieht es hier im ersten Gemüsebeet aus? Klar, die Gurke hat es hier ein bisschen runtergedrückt. Die werde ich neu aufhängen. Und es gibt Löcher in den Blättern. Auch die Zucchini hat sich wieder aufgestellt. Salat ist auch noch da. Boah, ich bin... hatte wahrscheinlich Glück im Unglück. Gewächshaus, oh, Gott sei Dank. Keine Löcher im Dach. Oh, Gott sei Dank, das wäre ja jetzt was gewesen, wenn das jetzt auch noch zerschlagen gewesen wäre. Wunderbar. Gott sei Dank, mein Rotkohl hat es einigermaßen überlebt. Hier hat man schon ein bisschen Spuren. Hier der ewige Salat, ja, der schaut ein bisschen zerrupft aus. Mal schauen, ob sich der wieder erholt. Wow! Also was ist denn hier passiert? Da muss ja runtergedonnert sein und das, obwohl hier eigentlich noch die Brombeeren als Schutz drüber wären. Den Rhabarber hat es zerrissen. Hier das Fensterbeet ist Gott sei Dank an der Hauswand, an der Südseite und hier auch noch durch einen kleinen Dachvorsprung geschützt. Man sieht zwar an den Auberginenblättern doch ein paar Löcher, aber sie haben es gut überlebt. Sie schauen noch sehr gut aus. Und auch hier mein Bohnengerüst steht immer noch da. Bohnen sind dran. Na, da bin ich wirklich froh. Glück im Unglück. Auch hier mein neu gepflanztes Pfirsichbäumchen. Bisschen angeschlagen, aber alles in Ordnung. Den Enten geht's auch gut, die haben sich ja im Häuschen versteckt. Gell du, das war gestern ein Schreck, hä? Jetzt schauen wir noch schnell nach draußen, nach New Bedland. Hier musste ich ja schon die ersten zwei Kartoffeltürme wegnehmen, weil die Braun- und Krautfäule hier alles vernichtet hat. Aber dazu gibt es ein separates Video. Sogar hier mein wunderbarer Steinklee hat es überlebt. Die Buschbohnen, die gerade frisch aufgehen, schauen auch noch ganz gut aus. Okay, den Mangold hat es ein bisschen zerschlagen. Und auch die anderen Buschbohnen schauen niedergedrückt aus. Und da sieht man gleich einmal da einen Staatsfeind. Hoi, und dann noch einer. Die erfreut sich hier an den zerhauten Mangoldblättern. Die werde ich jetzt abschneiden und hoffen, dass da noch mal was kommt. Das ist schade. Und die Schnecken gehen jetzt zu meinen Enten. Wenn ich hier gerade heraus bin, werde ich wirklich ein paar Schnecken absammeln. Da ist schon wieder eine. Das ist ja der Wahnsinn. Sobald die Enten keinen Zugang zu einem Bereich haben, feiern die Schneckenparty.
Also ich glaube, hier nach draußen, nach New Bedland, muss ich mal meine Arbeitstruppe, also meine Enten, schicken. Weil das nimmt ja hier überhand. Wie kriege ich jetzt wohl wieder den ganzen Schleim runter? Die Enten machen das mit den Schnecken immer ganz intelligent. Sie schnappen sich eine, halten sie an einem Zipfel fest und dann schwemmen sie sie im Wasser hin und her, damit sie nicht mehr so schleimig sind, und schlucken sie dann. Das nenne ich Technik. Auch die Weintrauben hier bei unserem Sitzplatz sind Gott sei Dank noch oben am Stock. Allerdings frage ich mich auch hier, wie stark die kleinen Schäden sein werden und ob die jetzt anfangen zu faulen und zu schimmeln. Naja, oder ob sie wahnsinnig viel Insekten anlocken, also Wespen, die sie dann auffressen. Das war's also, das kurze Video zu dem Hagelvorfall im Küchengarten. Ich wollte euch ein kurzes Update geben, wie es aussieht. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass es mich nicht so stark getroffen hat und dass ich immer noch eine Ernte haben kann. Im nächsten Gartenrundgang seht ihr dann mehr, wie der Garten sich weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht noch weitere Stürme und Hagelunwetter geben wird. Ja, weil dieses Jahr ist eh schon schwierig für uns Gärtner. Jetzt brauchen wir nicht noch mehr Rückschläge, die uns die Ernte vermiesen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir doch einen Daumen rauf oder abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen im Küchengarten. Bis dann. Und jetzt gehe ich mir den Schleim abwaschen.